Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ich hoffe, Sie haben noch 45 Minuten Kraft für den letzten Vortrag. Man hat es ja eben schon angekündigt, also mein Name ist Danny Franzreb. Ich bin auch genau von der Grenze quasi von Baden-Württemberg und Bayern zu Ihnen gekommen, also aus dem Neu-Ulmer Teil von Ulm und Neu-Ulm, und ich forsche da an der HNU im Bereich Design und User Experience und leite da auch das Institut für Human-Centered Design. Was machen wir da so? Wir beschäftigen uns grob gesagt mit allem, was so die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik oder Produkt und Service betrifft. Also wie interagieren Menschen mit Systemen, mit Produkten, mit Services? Und bevor ich in die Details dazu gehe, möchte ich Ihnen zuerst ein ganz kurzes Video von meiner Tochter zeigen. Die war zu der Zeit 1,5 Jahre alt. Ist mittlerweile schon 8 Jahre her, also mittlerweile ist die 9, die wird fast 10. Und zu der Zeit durfte die immer, also reduzierter Medienkonsum, 10 Minuten am Abend, eben das Sandmännchen schauen. Kennen Sie alle sicher noch. Bei uns war es aber so, dass das die Zeit war, wo das iPad auf den Markt kam. Und wir haben es eben so gemacht, weil es einfach flexibler ist, dass sie nicht so viel fernschaut, dass sie sich eben das Sandmännchen über das iPad anschauen durfte. Und das Video möchte ich Ihnen gerne kurz zeigen. Ich habe das Gefühl, der Sound ist noch nicht da. Also für ihn ging es noch. Ich bin extra um 8 Uhr hierher gekommen. Ich war der Erste, der in dem Raum war. Und wir haben das alles einmal durchgespielt. Und da war komplett Sound auf allen Videos. Jetzt ist er irgendwie weg. Gleiches Setup. Muss am HDMI liegen. Der ist aber über Cinch drin. Schauen wir nochmal. Ist voll da. Ja. Sollen wir es nochmal versuchen? Ja? Guck mal, das ist schön. Multitasking. Ich kann Sie übrigens beruhigen, unsere Tochter ist nach wie vor gar nicht so iPad-begeistert. Die reitet gerne, die will Pferdewirtin werden und nutzt das iPad relativ selten. Und wie gesagt, die ist mittlerweile 9 Jahre und mag es gar nicht mehr so gerne, wenn ich Videos von ihr zeige. Also Herr Werner, die 5 Minuten, die müssten wir irgendwie aus der ganzen Videoaufzeichnung am besten direkt rausschneiden. Auf was ich eigentlich hinaus will, ist, ich muss Ihnen sicher nicht sagen, dass es immer wieder so Produkte gibt wie das iPad, das iPhone, das auf gewisse Weise in irgendeiner Form das Leben der Menschen verändert, ja? Das Dinge anders macht. Es gab jede Menge Produkte vor dem iPad, die in die gleiche Richtung gingen, ja? Also lauter Touch-Devices. iPad kam so zwischen 2009 und 2010 auf den Markt. Trotzdem waren keine dieser Geräte auch nur annähernd erfolgreich. Und ich möchte gerne heute in den nächsten 45 Minuten ein bisschen darüber sprechen, was sind denn so eigentlich Produkteigenschaften, die Produkte erfolgreich machen, die positive Nutzererlebnisse in den Menschen auslösen und was sind dann Möglichkeiten, solche positiven Nutzererlebnisse zu erzeugen und die eben auch zu beeinflussen. Und was ebenso schön in der Anmoderation gesagt wurde, auch der ganze Punkt, was ist dann bei der Produktwahl wichtig? Also wenn ich konkret ein Produkt kaufe. Und jetzt kann ich sicher ganz lang über Apple und iPhone und wir verkaufen 1,8 Milliarden Smartphones im Jahr weltweit sprechen. Die Frage nach dem Erfolg hat Steve Jobs aber eigentlich schon vor gut 15 Jahren beantwortet. Der spricht auf einer Entwicklerkonferenz
Das ist ein sehr altes Video, Sie müssen noch mal auf den Kleidungsstil achten. Da ist noch ganz, sieht man, aus welcher Zeit das ungefähr kommt. Da war Apple auch noch nicht das wertvollste Unternehmen der Welt. Aber er spricht an der Stelle so ein bisschen über seine Philosophie. Und zwar, als er gefragt wird von einem Journalisten. Und der Journalist sagt, wie ist das eigentlich? Ihr müsst immer alles anders machen. Ihr baut eigene Software. Ihr baut Software, die kann gar nicht so viel wie andere Software. Es gibt eine ganz tolle Textverarbeitungssoftware, die heißt OpenDoc. Die müsst ihr eigentlich nur auf dem Mac installieren und dann ist das alles toll. Die hat alle Features, die jemals irgendwer jemals brauchen kann. Und Steve Jobs gibt die Antwort. One of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. The hardest thing is, how does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell $8 billion, $10 billion of product a year? And one of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have and then how are we going to market that. And I think that's the right path to take. Also man mag ja von Apple halten, was man will. Ich würde mir auch ein paar Änderungen am iPhone wünschen und mein Mac war auch nicht ganz so toll. Ich habe jetzt wieder 3 Dongle an dem Ding hängen, dass ich irgendwie, Sie haben es ja gerade gesehen, die Präsentation halten kann. Aber die haben lange Zeit unheimlich viel richtig gemacht. Ja? Und die Strategie hat sich immer viel stärker um die Menschen gedreht und nicht so sehr um das technisch Mögliche. Ja? Und wenn man sich jetzt so unser Feld anschaut, also ich komme aus dem Bereich User Experience, Usability, bin mittlerweile seit 8 Jahren dann in der Hochschule und forsche in dem Bereich und das mit der Digitalisierung vergleicht, sieht man, dass es auch wieder bei der Digitalisierung verschiedene Ebenen gibt und dass viele Unternehmen sich wieder viel zu stark auf diese technische Ebene konzentrieren. Das heißt, ich habe ganz verschiedene Möglichkeiten, Digitalisierung anzuwenden. Ich kann Prozesse optimieren, ich kann Data Mining betreiben, ich kann Systeme optimieren, ich kann mich sehr stark auf technische Bedürfnisse konzentrieren. Das war auch schon in den 70ern, in den 80ern so. Die ersten Computer waren grundsätzlich deswegen so, wie die waren, weil halt eben die Technologie die Nutzung vorgegeben hat. Ja? Mit dem, was Apple gemacht hat und auch verschiedene andere Unternehmen, hat sich dieser Mindshift gedreht und man hat sich viel stärker auf die menschlichen Bedürfnisse und quasi den Menschen fokussiert und daraus quasi Technologien und Services entwickelt. Das heißt, um mich auch innerhalb der Digitalisierung zu differenzieren, muss ich mir eigentlich wieder die Menschen anschauen und deren Bedürfnisse. Also für mich ist Digitalisierung so oder so ein relativ schräger Begriff, weil ich mir denke, naja, das passiert irgendwie seit den 80ern und jetzt heißt es immer, es ist so ein bisschen so wie Neuromarketing eigentlich. Das machen sie auch schon seit den 80ern und irgendwann kommt es dann mal an und mittlerweile heißt das jetzt Digitalisierung, alle Kanäle werden digital. Für mich werden die nicht wirklich so digital, die sind schon alle relativ digital. Und Digitalisierung heißt für mich, einen sehr menschenzentrierten Prozess anzuschauen. Und unsere These ist da relativ einfach. Technologie reicht zur Differenzierung schon lange nicht mehr aus. Ja, warum ist das so? Wenn ich mir sowas wie das iPhone anschaue oder ein entsprechendes Android-Gerät,
Ich habe fast die gleiche Technologie. Ich habe einen gleich guten Sensor, der Bilder machen kann. Die haben den gleichen Zulieferer. Das ist entweder Sony oder Samsung. Ich habe ähnlich gute Displays. Ich habe ein ähnliches Design. Also selbst die Ergonomie ist sehr ähnlich. Das heißt, darüber allein kann ich mich nicht differenzieren. Technologie wird auf Basis von den Geräten zum Teil zu einem Hygienefaktor. Heißt, das muss alles funktionieren, das muss da sein, aber ich kann mich darüber eben nicht absetzen.